Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 meines Let's Plays zu Demon's Souls. Und wir befinden uns jetzt hier weiterhin im Palast von Boletaria. Und werden mal schauen, was uns jetzt hier so erwartet. Ja, ich bin einmal gestorben, wie man sieht. Und werde aber jetzt das Verlorene gut zurückholen hier. Und wie ihr seht, haben wir jetzt einen ganz schönen Batzen an Seelen, jedenfalls für den Anfang. Und deshalb ist es jetzt besonders wichtig, nicht drauf zu gehen. Das wäre echt super. Und ich guck mal eben, was ich hier habe für diesen jungen Herrn hier. Das war aber ungünstig. Ah, okay. Na komm. Haha. So, einmal, zweimal. Gott sei Dank. So. Ja, ich habe auch auf meinem Weg hierhin eben noch etwas gefunden. Und zwar ein Bastardschwert. Ich glaube aber allerdings, dass mein jetziges Schwert besser ist. Nein, ist es nicht. Ja, super. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal das Bastardschwert. Okay, nicht stark genug für einhändige Benutzung. Ja, aber ich glaube, ich brauche mein Schild im Moment noch beim Kämpfen. Ein anderes Schild habe ich auch gefunden, und zwar dieses Soldatenschild, was aber eindeutig schlechter ist als mein Drachenschild. Und deshalb lassen wir das auch erstmal. Ja, ansonsten bin ich ganz gut ausgerüstet. Ja, das hat sich schon ausgezahlt, dass wir einen Ritter genommen haben am Anfang. Denn so haben wir wenigstens schon mal eine Rüstung. Was durchaus nicht zu verachten ist. Was ist los? Nein, habe ich es jetzt doch ausgerüstet. So. Gott sei Dank. Hat ja geklappt. Aber das geht nicht. Das geht definitiv nicht. Ich kann mich hier nicht zweihändig durchschlagen. So. Her mit dem langen Schwert. Und hat das jetzt geklappt? Ja, sieht doch gut aus. Okay, Das war mal Instinkthandlung hier. Okay, da hinten erwartet uns immer noch einer. Ah, ich glaube, ich erinnere mich daran, dass hier ein Kämpfer. Hallo. Good day to you. Care to look over my wares? Mostly stolen, but who's telling eh? Ah, das meiste gestohlen, aber stimmt. Wen kümmert's? Gucken wir mal, was er hier hat. Sichelmondgras, Halbmondgras. Eine Brandbombe, Soldatenlotus. Brauchen wir jetzt im Moment alles nicht. Weil, wie gesagt, Seelen sind wirklich viel wert. Und, ich glaube, noch kommen wir ganz gut zurecht. Jetzt können wir mal ein bisschen reden. Be a brave knight or depraved slave. The demons will snatch your soul, then you'll go mad. And those who dare cling to their humanity are hunted down. It is the end of great Boletaria as we know it. But hell, at least the demons don't send us to our deaths in battle. Ja, das stimmt, nur mich. Ja, aber there's this skinny fella, clad in fabulous armor, who's always mumbling about some mission. He's another one who's managed to stay sane like yourself. Probably some pampered son by the looks of his attire. I'd give an arm just for the buttons off his shirt. Oh, das hört sich ja super an. Ja, also, go ahead, take your time. I'm not going anywhere. Ja, vielleicht brauchen wir dich ja nochmal. Was aber definitiv so ist, ist, dass er uns jetzt hier darauf aufmerksam gemacht hat, dass hier wohl noch eine wandelnde Seele unterwegs ist. Und eben irgendwas von einer Mission faselt. Und da komme ich ins Spiel. Wo kam ich denn jetzt her? Ich glaube, ich kam hierher.
Ja, genau. Okay. Auf geht's. Oh, er ist auch noch ganz schön träge. Also das sieht man am Abrollen. Oh, erschreckt mich doch nicht so, Geist. Na, ich glaube, das sind ja Explosionsfässer. Ich will es jedenfalls nicht ausprobieren. Oh Mann. Oh Mann. Das ist eine ganze Horde. Guck, was hier ist. Alles klar. Dann kommt er. Ja, Leute, ich muss mir erstmal ein bisschen hier Platz machen. Nam, schnell mal was futtern. Und hopp. So, drei weniger. So. Aber da waren ja noch einige, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah, und vor allem Bogenschützen. Das gefällt mir gar nicht. Deshalb immer schön mit gezücktem Schild laufen. Aha, da unten ist auch noch einer. Der hat sich gerade befreit. Sie entwickeln Eigenleben. Aha. Ich glaube, ich schaue jetzt erstmal noch nicht, was hier unten ist, sondern werde erstmal oben die Leute aus dem Weg räumen. Wir wollen ja nicht, dass uns hier in den Rücken geschossen wird. Eine unbekannte Soldatenseele. Sehr schön. Okay, hier geht's nicht weiter. Oh. Uiuiuiui. Der sieht nach einer schweren Nummer aus. So. Freund der Nacht. Das ging ja schon. Zunehmender Mondgras. Das ist aber hübsch. Das ist auf jeden Fall was, was wir gut gebrauchen können. So, jetzt schaue ich mal hier unten hin und ach komm, die machen wir. Bevor es hier oben nämlich bestimmt weitergeht. Ja, auf. Ah, das sind ja ganz schön viele. Ja, ich lasse erstmal kommen. Kommt her. Schön die Treppe hoch. Und. So. Schon mal zwei weniger. Aber es ist immer noch ein bisschen blöd, dass der eine schießt. So, zack. Und ich von hinten. Ja, Sir Nerdington ist schon ein ganz schön eiskalter Killer. Oh, kann man das hier irgendwie beiseite hieven? Anscheinend nicht. Aber hier hinten ist doch einer rausgekommen, oder nicht? Okay. Ob das so gut war? Nein. Lasst mich alle in Ruhe. Oh Mann. Bitte, lasst mich doch bloß in
Minuten. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen in Deckung. Bloß weg, bloß weg. Wunderbar, ich glaube, das war's. Was für ein Massaker. Oh ja, genau. Das habe ich hier nämlich vergessen. Zack. Eine Hartsteinscherbe und eine Scharfsteinscherbe. Ja, die Scherben sind ganz wichtig, um später Waffen und Rüstungen aufzuwerten. Das ist ein bisschen sehr lange her. Ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert, aber in Dark Souls war es ja so, dass es da Schmiede gab. Und ich glaube, das ist ebenso hier der Fall. Der war das, der die ganze Zeit geschossen hat. Die Sau. Eine Heldenseele. Die ist wesentlich gehaltvoller als eine Soldatenseele. Und wird uns gut tun, glaube ich. So, habe ich jetzt hier irgendwas noch vergessen? Nein, das da hinten habe ich geholt. Und hier ist eigentlich auch alles kaputt. Ja. Oh, oh. Wer bist du? Hey, Karamba. Oh. Oh. Und. Meine Güte, jetzt habe ich aber geschwitzt. Ja, er hat doch ordentlich Seelen gegeben, ne? 410. Ja, so langsam wird es richtig wehtun, wenn wir drauf gehen. Aber das, da will ich jetzt gar nicht dran denken. So. Aha, da steht noch jemand. Und hier links und rechts, da kommen bestimmt auch Leute. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ah, der macht's aber spannend, oder? Ha, da ist er. Wenn man blaue leuchtende Augen besiegt hat, dann können einem solche Gegner nicht wirklich einen Schrecken einjagen. Oh, immer ganz wichtig. Schön das Schild gezückt lassen. Ja, okay, jetzt kommen wir hier wieder raus. Und können endlich oben lang. Da schießt doch noch jemand. Dich werde ich früher oder später auch noch finden. So, diese große Treppe. Ah, da hinten ist er. Ich habe ihn gesehen. So, noch ein bisschen Kräuter eingesammelt und ich glaube, der hat nichts verloren, oder? Gott sei Dank. Sonst hätte ich jetzt den ganzen Weg wieder zurückgemusst. Und das wollten wir ja nicht. So, der nächste Nebelschleier. Und ich würde sagen, hier beende ich diesen Teil und wir sehen uns bald wieder. Bis denn, euer Smurlock. Bye, bye.